natürlich können wir nicht hinter jedem Baum und hinter jedem Straßenecke an Polizisten aufstellen. Das ist ja schon rein personell gar nicht zu bewältigen. Zumal der Täter sein Erscheinen nicht auf einen Stadtteil konzentriert. Aber wir haben die Streifen in und um Frankfurt verstärkt, bis an die Grenze unserer Kapazität. Darüber hinaus sind wir natürlich auf die Achtsamkeit und die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Wie soll die Bevölkerung mithelfen, wenn es noch nicht einmal eine Personenbeschreibung gibt oder sowas wie ein Phantombild? Bis jetzt hat ihn ja noch niemand gesehen und seine Opfer können nicht mehr reden. Aber wir haben ein vorläufiges Täterprofil. Mehr darüber kann Ihnen unser Kommissariatsleiter Herr Brinkmann sagen. Bis jetzt wissen wir nur so viel. In allen vier Fällen handelt es sich bei den Opfern um blonde Personen weiblichen Geschlechts. Eine bestimmte Altersgruppe scheint der Täter nicht zu bevorzugen. Jedes Mal geschah die Tat an einem Freitag zwischen 22 Uhr und Mitternacht, mit Ausnahme der ersten Tat an der Prostituierten Ilona Müller. Das war an einem Freitagvormittag. An keinem seiner Opfer hat der Täter sexuelle Handlungen vorgenommen und er hat sie auch nicht beraubt. Er hat sie lediglich erschlagen. Lediglich. Können Sie uns was über die Tatwaffe sagen? Ein harter Gegenstand aus Metall. Hammer, ein Schraubenschlüssel, eine Eisenstange. Hammer, großer Schraubenschlüssel wären möglich. Aus der Wucht des Schlages und den Bruchstellen in den Schädeldecken lässt sich schließen, dass der Täter etwa 1,75 groß ist. Er ist kräftig, Linkshänder. Kommst du, Helmut, kommst du? Leider nein. Er tötet seine Opfer mit einem einzigen. Also so komm doch endlich. Und vermutlich entfernt er sich, ohne irgendetwas zu berühren. Komm doch! Ja, ich komme. Rate mal, was ich heute für uns ausgesucht habe. Das Gebet der Desdemona aus Verdis Othello. Was für eine Karriere hätte ich machen können, wenn du nicht dazwischen gekommen wärst. Bobolino. Aber wie dann alles gekommen ist, so ist es doch am schönsten. Nicht wahr, Bobo? Ja, Mama. Wann arbeitest du hinter verschlossener Tür? Ich kann dieses Freitagsmördergerede nicht mehr hören. Außerdem habe ich viel zu tun. Wir starten ein neues Reisemagazin. Was hast du denn da alles mitgebracht? Damit du nicht vergisst, dass es außer Arbeit noch was anderes gibt. Wo ist dein Mann? Im Fotostudio. Entenbrust, Lachs, wunderbar. Und kalifornischer Champagner. Oh. Hast du deinen Geburtstag vorverlegt? Nein, nein, ich habe nur den Honorarscheck für meine Übersetzung abgeholt. Das muss gefeiert werden. Frau Troll, es gibt Champagner. Wo sind die Gläser? Hör mal, du kannst doch hier nicht den ganzen Betrieb aufhalten. Mit der Entenbrust wächst die Arbeitslust. Wer sagt das? Altes chinesisches Sprichwort. Gibt sie was denn sonst? Was ist denn hier los? War ja die Betriebsschwester. Ernie wirft gerade ihr Honorar zum Fenster raus. Grüß dich, Axel. Ich dachte, die Startnummer soll fertig werden. Ach komm, sei friedlich, deine Frau arbeitet eh schon so viel. Ah, Jörg. So, jetzt trinken wir erstmal. Meinetwegen auf eure Startnummer. Oder darauf, dass die Polizei endlich den Freitagsmörder schnappt. Bitte nicht schon wieder, Frau Troll. Dass sie trotzdem noch jeden Freitag zu diesem Tanzabend gehen. Volkstanz ist nun mal ihre Leidenschaft, Frau Troll. Von Kindesbeinen an. Axel? Mein Mann holt mich ja ab. Kommenden Freitag kann ich nicht. Ich muss zur Anzeige kommen nach Köln. Ach, das eine Mal werde ich schon überstehen. Sie haben Mut. Ich würde mir am liebsten die Haare schwarz färben. Sehr sexy, Frau Troll. Warum verlegt ihr eure komischen Tanzabende eigentlich nicht auf einen anderen Wochentag? Weil wir den Saal nur am Freitagabend kriegen. Wunderbar. Der Schluss war ein bisschen verwackelt, nicht wahr? Aber das kriegen wir nächstes Mal. Sehr schön. Also, das war's für heute. Danke für die Ehre. Was machst du denn da? Das ist meine Kleopatra vom letzten Fasching. So. Ich geh doch nachts nicht mit eichener Haare. Haben sie dich jetzt auch schon mit Schugge gemacht? Na, du hast leicht reden, dich holt dein Mann ab. Der ist auf Geschäftsreise in Köln. Da leben sie heute gefährlich. Ich hab keine Angst. Passen Sie auf sich auf, Lisa. Schließlich wollen wir zum Hessentag vollzählig auftreten. Also, tschüss dann. Tschüss. Ciao. Herr Seif, haben Sie mir einen Schreck eingejagt. Ein Glück, dass Sie noch da sind. Wenn Wagen will nicht, würden Sie mich anschieben?
Leider macht meine Bandscheibe da nicht mit. Ich habe gerade gestern 2 Spritzen bekommen. Haben Sie ein Abschleppseil? Nein. Ich leider auch nicht. Ach, mehr da. Nee, ist alles finster. Also ich schlage vor, Sie fahren mit mir. Sie Ach, wohnen ja gleich bei mir um die nicht. Ecke, nicht wahr? Doch, das geht schon. Ach, das kann ich Ihnen doch nicht zumuten, Ihren Wagen lasse ich morgen abholen. Ach, wie toll. Danke vielmals. Dann ziehe ich mal jetzt den Schlüssel raus. Das ist aber lieb von Ihnen. Darf ich Ihnen Dankeschön. Das geben? Den muss ich, glaube ich, zumachen. Ach, vielen Dank. Das ist ja wirklich toll. Weil ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen sollte, ohne Sie. Wirklich wahr. Wir können der gesamten Auflage Bestellkarten einkleben. Das kommt billiger, als wenn wir die Anzeige farbig drucken. Herr Dreister, Telefon für Sie. Ja, danke. Ja. Hier, ich habe es mal durchgerechnet. Droste? Nein, ich habe vor, noch einen Tag in Köln zu bleiben. Was? Wie ist das passiert? Nein, der Flug dauert zu lange. Mit meinem Wagen bin ich in 2,5 Stunden in Frankfurt. Ich komme. Schlimme Nachricht? Meine Frau ist tot. Hat er sie vergewaltigt? Vermutlich nicht. Nein. Wo ist Ihr Wagen? Ist der Täter damit verschwunden? Nach dem Wagen wird gefahndet. Ich verstehe das alles nicht. Wie ist das nur passiert? Vielleicht hat er sie ins Haus gedrängt und sie wollte in den Garten fliehen. Vielleicht hat aber auch hier draußen darauf gewartet, dass sie noch einmal auf die Terrasse rauskommt. Wie hat man sie gefunden? Ihre Wirtschafterin hat heute früh... Ja, also ich komme hier heute früh an, gehe ins Wohnzimmer, denk mir, warum steht dann die Terrassentür sperrangelweit auf? Das sehe ich auf einmal... Gut, Frau Fink, das haben Sie ja schon ausgesagt. Nach erster Einschätzung ist der Tod gestern zwischen 23 und 24 Uhr eingetreten. Um die Zeit kamen Sie doch immer von Ihrem Volkstanzabend. Volkstanz? War sie dann ein Verein? Ja, Frankfurter Volkstanzensemble. Steht auch im Telefonbuch. Wohnen Sie hier allein im Haus? Jetzt ja. Oben wohnt doch der Herr Biebe. Ach so, natürlich ja. Wir haben da noch eine Penthouse-Wohnung mit separatem Eingang, die haben wir vermietet. An einen Herrn Bieber. Konrad Biebe. Vielleicht hat der ja gestern Nacht was mitgekriegt. Also wenn Sie den jetzt fahren wollen. Am Wochenende schläft er immer mindestens bis mittags. Sie wissen gut Bescheid, Frau Fink. Schließlich bringe ich ja 2-mal die Woche seine Wohnung in Ordnung. Kann ich das hier säubern lassen? Ja, die Spuren sind gesichert. Ach, das kann man ja gar nicht sehen. Axel, Frau Fink hat mich angerufen. Das ist ja schrecklich. Das ist der Brinkmann. Wegner. Guten Tag. Die Herren sind von der Kripo. Frau Sicarius, die Freundin meiner Frau. Ja, hoffentlich kriegen Sie bald diesen Kerl, damit nicht noch mehr Frauen sterben müssen. Hatte Ihre Frau Feinde, Herr Droste? Feinde? Seit Wochen läuft hier ein Irrer herum und erschlägt blonde Frauen und Sie fragen nach irgendwelchen Feinden. Sie denken an einen Trittbrettfahrer. Wie bitte? Einen, der sich an die Serie angehängt hat, um seine Tat im Freitagsmörder in die Schuhe zu schieben, nicht wahr? Sowas passiert, ja. Vielleicht fällt Ihnen jemand ein, der am Tod Ihrer Frau ein Interesse hatte. Ja. Überlegen Sie sich in Ruhe und halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie kommen wir zu Herrn Biber? Der Eingang ist links um die Ecke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist denn los? Kriminalpolizei, sind Sie Herr Konrad Biber? Ja, was ist denn? Frau Droste ist heute früh im Garten tot aufgefunden worden. Selbstmord? Erschlagen. Was? Doch nicht der Freitagsmörder. Kommen Sie rein. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Auch einen? Nein, danke. Uns interessiert, ob Sie gestern Nacht was bemerkt haben. Gestern Nacht? Nö, da war ich auf einer Sauftour mit einem Kollegen. Der hatte Geburtstag. Wann sind Sie denn nach Hause gekommen? Waren Sie nach Hause gekommen? So gegen 10, 11 oder auch 12? Ich habe keine Ahnung, ich war ziemlich voll. Falls Sie als Täter in Frage kämen, wäre das aber ein ziemlich schlappes Alibi. Ich habe kein besseres. Naja, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass Frau Droste Selbstmord begangen haben könnte? Weil sie ein paar Mal damit gedroht hat. Wem gedroht? Ihnen? Ja, sie war total in mich verknallt. Ihr Mann war oft geschäftlich unterwegs und hat es wohl auch nicht so gebracht. So wie Sie? Nehme ich an. Sie hatten also ein Verhältnis mit Frau Droste? Das könnte man so sagen, ja. Aber zum Schluss war mir Ihr Mann ein bisschen zu oft unterwegs. Da wollten Sie nicht mehr. Genau. Und da hat sie Ihnen mit Selbstmord gedroht? Auch. Womit denn noch? Hauptsächlich damit. Die hat sich umgebracht? Wundert mich nicht. Wie meinen Sie das? Die war doch hysterisch, die Frau. Haben Sie heute Nacht hier geschlafen? Wo dann sonst? Haben Sie denn was Ungewöhnliches bemerkt? Na, ich hab Fernsehen geguckt und auf den Gewatt bis um 1. Komm, komm, so spät war's nicht. Natürlich war's so spät. Du warst noch stundenlang im Bad. Mitte in der Nacht fing der plötzlich an, Wäsche zu waschen. Sie haben Wäsche gewaschen? Ja, meine Hosen.
Nachts? Mann, ich hab doch gesagt, dass ich auf einer Sauftour war. Ich hab mir die Hose vollgekotzt. Das konnte ich doch nicht drauflassen. Sie haben doch sicher irgendwo eine Plastiktüte. Ja, wozu das denn? Tja, irgendwie müssen wir die Hose ja einpacken. Ja, heißt das, Sie wollen sie mitnehmen? Und im Labor untersuchen lassen. Richtig. Nach Blutspuren. Unter anderem. Ich habe Ihnen die Telefonnummer von dem Volkstanzensemble rausgeschrieben. Sehr aufmerksam. Wenn Sie mehr wissen wollen, Herr Kommissar, ich stehe jederzeit gern zur Verfügung. Damit rechnen wir, Frau Fink. Wiedersehen. Wiedersehen. Glauben Sie wirklich an einen Trittbrettfahrer? Diesmal war es eine andere Tatwaffe, größer und schwerer, ein Beil oder sowas. Warten wir ab, was die Spuren ergeben. Was ist das? Ein Brief. Von Lisa an Bieber. Bestimmt nicht der einzige, den sie ihm geschrieben hat. Wo ist er denn hier? Er lag zusammengeknüllt in seinem Papierkorb. Na, warst du in seiner Wohnung? Ach was, die Fink hat ihn beim Saubermachen gefunden, im Papiercontainer geworfen. Jetzt hat sie ihn wieder rausgefischt. Wie kannst du dich mit dieser Frau einlassen? Die quatscht doch überall drauf los. Morgen weiß Bieber, dass du den Brief hast. Nun, lies doch erst mal. Nein, ich will mit solchen Stümpfeleien nichts zu tun haben. Deine Frau ist ermordet worden. Meine Freundin. Die Polizei vermutet, dass es nicht der Freitagsmörder war, sondern jemand anderer. Hier ist ein wichtiger Hinweis und du weigerst dich, das zu lesen. Hatte ich diese Quatschtante mit ihrem Gefasel auch schon angesteckt. Ich will nur herausfinden, wer Lisa umgebracht hat. Weiter nichts. Also bitte lies das. Nein. Werde ich dir was vorlesen? Hast du geahnt, dass sie alles wusste? Was wusste? Alles von uns beiden. Ja. Beklagst du sich darüber? Nein, sie erwähnt es nur. Das war ja auch gleichgültig. Sie hatte nur diesen Biber im Kopf. Du hast übrigens nie erwähnt, dass sie sich von dir scheiden lassen wollte. Steht es auch in dem Brief? Den darf die Polizei auf keinen Fall in die Hände kriegen. Die bringen es fertig, konstruieren daraus ein Motiv. Am Ende verdächtigen sie mich. Du warst doch in Köln. Sie können überhaupt nicht, hätten Killer engagiert. Die stehen unter Druck, sie brauchen einen Täter. Du hast recht. Das ist nicht ungefährlich. Aber lies mal weiter unten. Hier. Wenn du mich weiterhin mit diesem Flittchen betrügst, werde ich nicht davor zurückschrecken, auszupacken. Mein trotz allem immer noch geliebter kleiner Conny. Auszupacken? Was soll das? Was wollte sie auspacken? Sie hat ihn erpresst, den geliebten kleinen Conny. Sie hat ihm gedroht, ihn anzuzeigen. Womit hat sie ihm gedroht? Na, mit irgendwas, das genügt doch. Um zu beweisen, dass er sie umgebracht hat. Ich werde schon noch dahinter kommen. Was machst du da? Hier steht drin, was die Polizei nicht wissen soll. Was ihr gefährlich werden könnte. Also, weg damit. Und dann ist nur noch übrig, dass sie Bieber erpresst hat. Das können wir Ihnen getrost zeigen. Vielleicht brauchen wir es eines Tages. Weiß man's? Und Sie sind der Leiter dieses Volkstanzensembles? Geschäftsführender Leiter, ja. Frau Lisa Droste war gestern Abend bei Ihrer Probe. Ja, natürlich. Sie fehlt nie. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Zuletzt? Vor der Haustür. Warum fragen Sie? Vor welcher Haustür? Na, vor Ihrer Haustür. Vor Ihrem Haus. Ich habe sie nach Hause gebracht. Im Wagen? Natürlich im Wagen. In meinem Wagen. Lisas Wagen streikte, den hat sie vor unserem Probensaal stehen lassen. Sie ist vor ihrem Haus ausgestiegen und dann gleich ins Haus reingegangen? Ja. Ja, so war's. Und Sie haben gewartet, bis sie im Haus drin war? Ja. Nein, warten Sie. Sie hat die Haustür aufgeschlossen und ich bin losgefahren, aber sie war schon so gut wie drin. Aber, ich meine, warum ist das so wichtig? Wissen Sie noch, wie spät es war? So gegen 11. Ist ihr was zugestoßen? Sie ist ermordet worden. Nein. Nein, es ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Erschlagen? Wie kommen Sie darauf? Ich dachte, vielleicht wieder der Freitagsmörder. Vielleicht? Hatte Frau Droste Feinde im Ensemble? Lisa, nein. Also nicht, dass ich wüsste. Haben Sie den Kommentar in der Rundschau gelesen? Jetzt wird der Polizeipräsident schon persönlich angegriffen. Ich warte jeden Augenblick darauf, dass er mich in sein Büro zitiert. Ja, hier, hier. Man könnte meinen, die Polizei sitzt untätig herum und wartet darauf, dass ihr der Täter in die Arme läuft. Die Sonderkommission ist nicht untätig. Bis jetzt hat es 87 Hinweise aus der Bevölkerung gegeben und wir sind jedem Einzelnen sehr sorgfältig nachgegangen. Aber ohne Erfolg. Weil alle Hinweise wertlos waren. Die meisten Leute sind auf die Belohnung aus oder wollen sich wichtig machen. Es muss endlich etwas geschehen, was unsere Anstrengungen auch nach außen hin deutlich macht. Zum Beispiel? Zum Beispiel wie im Fall Sikorski. Sie schicken 10 bis 12 blonde Polizistinnen los. Ja, von mir aus auch welche mit blonder Perücke. Geben jeder 2 Kollegen zum Schutz mit und eine Handtasche mit Funkgerät und Pistole. Ich weiß, wie man sowas macht. Warum machen Sie es dann nicht? Weil so eine Lockvogelaktion in diesem Fall völlig sinnlos ist. Ja, das müssen Sie mir schon genauer erklären. Alles weist darauf hin, dass wir es mit einem Täter zu tun haben, der seine Opfer kennt oder auskundschaftet und nach vorgefasstem Plan handelt. Mir befällt sie nicht spontan, aus einem plötzlichen Affekt heraus. Ja und? Was schlagen Sie vor? Keine Zeitungskommentare mehr.
Ja, noch eine Tote können wir uns nicht leisten, Herr Brinkmann. Vormittag morgen. Der Laborbefund über Biebers Hose. Und? Kein Blut. Dafür kennen wir jetzt eine Speisekarte vom Freitag. Soll ich vorlesen? Grüne Bohnen, Rösti, Lamm, Birne, Kompott, Magenbitter, Bier. Was hast du denn, mein Junge? Ich? Nichts. Du bist so still, so in dich gekehrt. Ja? Als ich dich heute Morgen im Geschäft angerufen habe, da warst du auch ziemlich kurz angebunden. Ich hatte Kundschaft, Mama. Ich bin gar nicht dazu gekommen, dir zu sagen, dass ich eine Überraschung für dich habe. Eine Überraschung? Opernkarten. Aida. Schön. Nicht wahr? Für wann? Für Freitag. Freitag. Immer wieder Freitag. Ich war froh, sie zu kriegen. Alle anderen Tage waren schon ausverkauft. Der Freitag ist der einzige Tag der Woche, den ich für mich habe. Und dieser Tag gehört meinem Ensemble. Mama! Ihr werdet doch jetzt nicht tanzen wollen, jetzt. Nachdem diese junge Frau erschlagen worden ist. Doch. Wir tanzen. So pietätlos werdet ihr ja wohl nicht sein. Wir sind nämlich zum Hessentag eingeladen und diesmal fahre ich mit. Ein ganzes Jahr habe ich dafür gearbeitet, jeden Freitag. Und kommenden Freitag ist nicht deine Aida, sondern meine Kostümprobe. Wie redest du eigentlich mit deiner Mutter? So hast du noch nie mit mir geredet. Also gut, dann muss ich eben darauf verzichten. Allein macht es mir auch keinen Spaß. Reichst du mir bitte meine Tabletten? Aber meinen Freitag kannst du mir nicht wegnehmen. Da hab ich angefasst, als ich zumachte. Aber den Hammer haben Sie nicht angefasst? Nein, um Gottes Willen, den habe ich nicht berührt. Ich habe einen großen Bogen drum gemacht, als ich ihn heute Morgen hier liegen sah. Wenn wir Glück haben, finden wir seine Fingerabdrücke im Computer. Er muss wissen, dass Sie allein leben. Wahrscheinlich kennen Sie ihn sogar. Das ist ja das Unheimliche. Es könnte jeder sein. Richtig. Ein Kollege aus dem Orchester. Der Fleischer vom Supermarkt. Ein Nachbar. Ich auf jeden Fall ziehe heute noch zu meiner Freundin und da bleibe ich, bis Sie ihn geschnappt haben. Haben Sie nicht wenigstens ein Detail erkannt? Schuhe, Kleidung, Glatze, Bart, trug er eine Maske. Ich habe nur gespürt, dass da einer hinterm Vorhang stand. Moment. Sein Rasierwasser. Ach ja? Danach hat es die ganze Nacht gestunken. Jetzt ist es natürlich weg. Aber es war sehr aufdringlich. Wie hat's denn gestunken? Süßlich oder herb oder... Eher muffig. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich würde es wieder erkennen. Kann man nur sagen, halten Sie die Nase offen. Na endlich, in 40 Minuten fängt die Trauerfeier an. Busverkehr ist alles zu. Guten Morgen. Guten Morgen. Lisa, unersetzlich, unvergesslich. Warum hast du nicht direkt in die Trauerhalle bringen lassen? Unterschreiben hier? Ja, sofort. Weil wir als Abordnung des Ensembles hingehen und den Kranz dabei haben wollen. Habt ihr doch erklärt. Morgen, Frau Seif. Morgen. Schon die Zeitung gelesen? So, bitte schön. Einen Moment, Mama, darf ich mal? Die Bestie hat schon wieder eine Frau überfallen. Aber diesmal hat es wohl nicht so richtig geklappt. Hier. Freitagsmörder entkam. Hammer klebt zurück. Mit dem Hammer hat er die Frauen erschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Schrecklich sowas. Und zwar immer mit dem spitzen Ende. Ach, hören Sie bloß auf. Bis jetzt wussten Sie ja nur, dass er Linkshänder ist. Aber jetzt haben Sie auch seine Fingerabdrücke. Wenn Sie die erstmal haben, dann haben Sie ihn auch bald selber. Man wundert sich ja bloß, dass so ein Massenmörder zum Morden keine Handschuhe anzieht, ne? Sieht man doch in jedem Krimi. Aber das ist doch ein Verrückter, der denkt doch an sowas nicht. Na, so, ich muss jetzt. Mmh, riecht ja wieder gut. Tschüss. Tschüss. Fahr vorsichtig, Bobo. Ja, Mama. Guten Morgen, Herr Brinkmann. Guten Morgen, Herr Sack. Sie sind nicht wahr eher aus beruflichen Gründen hier. Ich wollte Sie sowieso anrufen, mir ist da nämlich noch ein Detail eingefallen. In der Nacht, als ich Lisa nach Hause gebracht habe, ja? Da brannte das Licht am Hauseingang. Und? Lisa hat sich sehr darüber gewundert. Warum denn? Sie hatte es nicht eingeschaltet. Die Haushälterin war schon mittags gegangen und ihr Mann war in Köln. Vielleicht war es auch nur ein Versehen und das Ganze hat keine Bedeutung. Nein, sehr interessant, danke. Kommen Sie mit Ihren Ermittlungen voran? Jeden Tag ein Stück. Ja, dann. Herr Kommissar,
Den Herrn Biebe sollte sie nicht aus der Aure lassen. Warum? Na, die Streitigkeiten, die der am Schluss mit der Frau Droste hatte, also ich bin ja kein neugieriger Mensch, aber das war einfach nicht zu überhören. Mit Tränen und Geschrei. Und einmal hat er ihr sogar die Hand eingeklemmt in der Tür. Absichtlich. So. Dabei hatte sie ihm die ganze teure Einrichtung bezahlt. Also auf gut Deutsch gesagt, sie hat ihm das Geld hin und vorne nur so reingeschoben. Einmal zum Geburtstag sogar ein neues Auto. Und was für eins. Und keinen Pfennig Schmied hat sie von ihm genommen. Und Herr Droste hat nichts dagegen unternommen? Konnte er ja nicht. War ja ihr Geld. Ihr hat die Villa gehört, der Verlag, alles. Da hat sie den Daumen drauf gehabt. Der Herr Droste war doch nur ihr Angestellter, der sich für die Firma abgerackert hat. Immer wieder hat der arme Mensch sich anhören müssen, dass er sich ja nur ins gemachte Bett gelegt hat. Ja. Wo bleibst du denn so lange? Ich hab dir deine Zwiebelsuppe gemacht. Tut mir leid. Ich bin auch am Baumarkt vorbeigefahren. Was hast du denn am Baumarkt zu tun? Der Brauseschlauch, Mama. Du beklagst dich doch immer, dass alles daneben spritzt. Du denkst aber auch an alles, mein Junge. Weißt du, wer übermorgen kommt? Keine Ahnung. Wer denn? Tante Emilie. Tante Emilie? Wann denn? Ihr Zug kommt um 20.30 Uhr. Ich habe gesagt, wir holen sie ab. Tante Emilie wird sich ein Taxi nehmen müssen. Ja, warum denn, mein Junge? Übermorgen ist Freitag. Mama. Ja und? Ja und? Ich habe Probe, wie jeden Freitag. Sie ist nur einen Abend in Frankfurt und sie hat dich mindestens ein Jahr nicht gesehen. Aber bitte, bitte, wenn dir die Leute aus deinem Ensemble wichtiger sind... Ist deine Suppe alleine. Ich habe keinen Hunger mehr. Naturmuseum Senckenberg, Krustazienabteilung Trautmann. Ah, Sie sind's. Das finde ich aber nett, dass Sie anrufen. Mein Sohn, der löchert mich schon. Er will unbedingt das Schlagzeug noch mal ausprobieren. Vielleicht nehmen wir's. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass die neuen Prospekte da sind. Wann kommen Sie denn vorbei? Also diese Woche geht's nicht mehr. Ich muss ja einiges aufarbeiten. Ich werde wohl Überstunden machen. Auch am Freitag? Ja, leider. Wie lange denn? Bestimmt bis 21 Uhr. Bis 21 Uhr? Ist das Museum da nicht längst geschlossen? Ja klar, um 5 ist ja alles dicht. Aber wissen Sie, ich bin ganz froh, wenn ich hier mal allein und in Ruhe arbeiten kann. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, Sie und Ihren begabten Sohn weiter beraten zu dürfen. Guten Tag, Herr Seif. Auch was Schönes eingekauft? Oh, guten Tag. Ja. Meine Noten immer noch nicht da? Leider nein. Wir haben extra noch mal beim Verlag nachgefragt. Ich rufe Sie sofort an, wenn Sie da sind. Das ist gut, dass ich Sie treffe. Ich habe eine andere Telefonnummer. Ach, Sie sind umgezogen? Ja, zu meiner Freundin. Seit mich dieser Irre überfallen wollte, fühle ich mich in meiner Wohnung nicht mehr sicher. Das habe ich gelesen. Muss ein schöner Schreck für Sie gewesen sein. Das kann ich Ihnen sagen. Haben Sie was zu schreiben? Ja, ich glaube schon. Ja? So. Ja? Das hier ist ja. Ich muss jetzt gehen. Moment, Ihr Notizbuch. Ja, danke. Ich rufe Sie an. Ich möchte gern Herrn Kommissar Brinkmann sprechen. Ja, es ist sehr dringend. Herr Seif ist leider nicht mehr da. Ist er zu Hause? Ich denke schon. Er hat sich nicht wohl gefühlt. Aber bitte, rufen Sie ihn doch an. Nein, nein, so wichtig ist das nun auch wieder nicht. Wiedersehen. 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 Ja, bitte? Brinkmann, Kriminalpolizei. Mein Kollege Wegner. Wohnt hier Herr Helmut Seif? Ja. Sie wissen sicher, dass ein Mitglied seines Volkstanzensembles ermordet worden ist. Dazu haben wir ein paar Fragen. Herr Frau Seif? Hallo, Herr Schütte. Besuch? Bitte, kommst du rein. Mein Sohn ist nicht da. Er kommt schon um 16 Uhr Probe. Und vorher wollte er noch ein paar Besorgungen machen. Vielleicht versuchen Sie ja mal im Probenraum.
in dieser schrecklichen Sache, fragen Sie ihn am besten selber. Hat er nicht mit Ihnen darüber gesprochen? Wissen Sie, dieses Ensemble ist sein Leben. Da mische ich mich nicht hinein. Vielleicht hat er seiner Frau darüber was erzählt. Seiner Frau? Er ist unverheiratet. Sie wohnen bei Ihrem Sohn? Ja, sagen wir mal so. Er wohnt bei mir. In dieser Wohnung ist er zur Welt gekommen. Ich weiß nur so viel, dass ihn diese Sache sehr, sehr mitgenommen hat. Die Fingerabdrücke haben wir abgenommen, die werden untersucht. Jetzt riechen Sie mal. Sie können die Flasche ruhig anfassen. Ja, das ist es. Genauso hat es bei mir gestunken. Und ich, Idiot, habe ihm auch noch meine neue Adresse gegeben. So, hier sind die Fingerabdrücke. Das hier sind die vom Hammer. Und das sind die von der Flasche. Schau dir das an. Und? Ja, stimme exakt überein. Los. Hab ich nicht gesagt. Warten Sie hier so lange, bis wir ihn haben. Die Kantine ist ein Stockwerk tiefer. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich wünsche euch Glück. Und was ist mit meiner Freundin? Ist die auch blond? Das riecht aber. Handeln Sie sich auf alle Fälle. Sie können unten telefonieren. Ja, und überlegen Sie schon mal, was Sie mit den 10 Mille machen wollen. Welche 10 Mille? Na, die Belohnung. Die krieg ich? Sieht ganz danach aus. Suchen Sie was? Ja, das Volkstanzensemble. Ist hier keine Probe? Jetzt? Ja, ab 16 Uhr. Probe ist immer erst ab 7 und heute überhaupt nicht. Ja, und der Herr Seif kommt nicht noch vorbei? Probe ist erst wieder nächste Woche. Danke. Ins Präsidium. Moment. Was ist denn? Sein Foto. Sehr gut. Seine Wohnung wird observiert, sein Geschäft auch und die Streifen haben sein Kfz-Zeichen. Weiß er, dass wir ihm auf den Fersen sind? Bis jetzt noch nicht. Ja, spricht das nicht gegen eine öffentliche Fahndung? Nein, wir haben es mit einem unberechenbaren Psychopathen zu tun. Es ist Freitag, 17.30 Uhr. Wahrscheinlich hat er sein nächstes Opfer schon im Visier. Wir müssen die Öffentlichkeit warnen und wir brauchen Hilfe. Brinkmann. Ja, ich schicke einen Mann rüber. Der Haftbefehl kann abgeholt werden. Okay. So sehen die Fahndungsblätter aus. Draußen liegen 5.000 Stück und es wird noch nachgedruckt. Gut so. An alle Streifen und in den Bezirken verteilen, wo er aufgetreten ist. Westend, Eschersheim, Sachsenhausen, Dornbusch. Sobald Nachschub da ist, über das ganze Stadtgebiet. Wie viele Fotos extra haben wir von ihm? Ich denke, für den Anfang reichen 20 Stück. Ja gut, dann nehme ich 10 für die Zeitung und 2 fürs Fernsehen. Sorgen Sie dafür, dass es in die Abendnachrichten kommt. Bevor wir an die Öffentlichkeit gehen, Sicherung des Flughafens und des Hauptbahnhofs. Alle Grenzstellen informieren und dann auch gleich alle Taxizentralen. Noch Fragen? Der Freitagsmörder ist gefasst. Die Polizei stellte ihn, als er nach einem erneuten Tötungsversuch mit seinem Wagen fliehen wollte. Der Täter, der 49 Jahre alte Helmut Seif aus Frankfurt, ist geständig. Was? Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das Verhör wird zurzeit fortgesetzt. Also unglaublich. Seif, der Leiter der Tanzgruppe. Und der hat Lisa nach Hause gebracht. Gott sei Dank, Sie haben ihn. Ja, keine Polizei mehr. Keine Angst mehr vor falschen Verdächtigungen. Hattest du Angst? Oh ja. Um dich? Als dieser Kommissar von einem Trittbrettfahrer sprach, da dachte ich gleich, ja, ja. Jetzt schnüffelt er in seiner Ehe rum. Es kriegt er raus, dass Lisa ihn betrogen hat. Es hängt ihm was an. Mord aus Eifersucht. Oder aus Geldgier. Ja. Du, wenn die einen Täter brauchen, da können die einem das Leben ganz schön schwer machen. Naja, aber das ist ja Gott sei Dank vorbei. Es fing damit an, dass ich im Nuttenviertel rumlief. Freitagvormittag, da hatte meine Mutter ihren Friseurtag. Und ich konnte sicher sein, dass sie mich nicht alle 2 Stunden im Geschäft anrief. Da traf ich auf diese Frau. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Alles an ihr erinnerte mich an meine Mutter. Ihre grellen Haare, ihre geschminkten Augen, ihre Haut. Wie unter Zwang bin ich ihr gefolgt. Sie hatte diese harte, herrische Stimme, wie meine Mutter, wenn sie mir Vorhaltungen macht. Da müssen Handwerker im Haus gewesen sein. Ich sah den Hammer. Ich wollte es nicht, aber ich schlug zu. Nicht zu fassen, wie leicht das war. Ein Schlag. Und sie war tot. Ich rannte davon. Über Hinterhöfe. Irgendwo unterwegs warf ich den Hammer weg.
fühlte mich auf einmal unheimlich leicht und frei. Doch am Abend war sie wieder da, mit ihrem unerträglichen Lächeln, ihren Vorwürfen. Sie roch widerlich süß nach Friseur. Ich hasse sie. Sie hat mich gefangen gehalten. Sie hat keinen Mann mehr und ich durfte keine Frau haben, nicht einmal einen Freund. Wenn ich versuchte, von ihr loszukommen, kriegte sie ihre Herzanfälle, ihre Weinkrämpfe. Die Tanzproben waren der einzige Freigang aus diesem Gefängnis. Ich wollte mich von ihr befreien, ich wollte sie umbringen, aber ich konnte es nicht. Dabei war es so leicht. Bei den anderen. 4-mal habe ich zugeschlagen. Aber sie ist immer noch am Leben. 4-mal? Sie haben 5 Frauen getötet. Nein, es waren 4. Lisa Droste war die 5. Lisa? Sicher, sie war auch blond wie die anderen, aber sonst hatte sie nichts, was mich an meine Mutter erinnerte. Ich meine, an diesen Blick oder diese Stimme, diese rechthaberische Art zu reden, diese besitzergreifenden Bewegungen. Dieser hat ein anderer umgebracht. Den Schlüssel zu Lisas Tresor. Erraten. Wo war er? In ihrem Wäscheschrank. Zwischen den Strümpfen. Was ist das denn? Interkreditbank Frankfurt. Absendebereit mit Briefmarke. Ohne Absender. Das hat sie alles von mir geheim gehalten. Kein Vertrauen. Maschine geschrieben. Anonym. Immer er. Wenn Sie erfahren wollen, wo die im letzten Jahr aus Ihrer Bankspurlos verschwundenen Anleihen im Wert von 150.000 US-Dollar geblieben sind, brauchen Sie sich nur an Ihren Kassierer, Herrn Konrad Bieber, zu wenden. Ach, damit hat sie ihm also gedroht. Sicher hat er vor ihr damit angegeben. Ich wusste ja, dass es eine ganze Menge ist. Oh, so viel. Was sie allein von ihrer Mutter geerbt hat. Morgen. Guten Morgen, Frau Fink. Guten Morgen. Endlich haben Sie den Freitagsmörder geschnappt. Er hatte sich im Senckenberg-Museum versteckt. Das wissen wir schon, Frau Fink. Jetzt suchen Sie nach dem Kerl, der Ihre Frau ermordet hat. Zeigen Sie her. Mir müsse den Bieber im Auge behalten. Ja, ist ja gut, Frau Fink, wenn Sie uns jetzt bitte alleine lassen wollen. Ich mache Frühstück. Ich habe auch noch nichts gegessen. Den Trittbrettfahrer werden Sie erstmal hier suchen, in Lisas Umgebung. Was machen wir jetzt? Vor allem Ruhe bewahren. Der Brief. Das ist ein Beweis gegen Bieber. Sie hat ihn bedroht. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich daran festbeißen. Ein Beweis ist das nicht, aber immerhin ein Motiv. Mir ist heute Nacht etwas eingefallen. Die Polizei glaubt immer noch, dass ich Lisa Droste umgebracht habe, aber ich weiß jetzt, wer es war. So? Als ich Lisa nach Hause brachte, da stand am Ende der Straße ein Wagen. Eine verrückte Autonummer. Was ist daran verrückt? K.S. Carla Seif. Das sind die Buchstaben, die meine Mutter auf alle ihre Sachen stecken lässt. Ihre Handtücher, ihre Servietten, ihre Taschentücher, ihre Nachthemden, überall. K.S. Deshalb habe ich es mir gemerkt. Und 3x7. Meine Unglückszahl. Und was soll das? Eine Kölner Nummer. Ja und? Lisas Mann war in dieser Nacht angeblich in Köln. Das hat sie auf der Probe erzählt. Auf Geschäftsreise. Ach, so meinen Sie das? Das haben mir die Kollegen aus Köln gefaxt. Die Quittung einer Autovermietung. Hier Ihre Kreditkartennummer, Unterschrift, Datum. Ja, und? Abends, 5 Stunden vor dem Tod Ihrer Frau, haben Sie sich in Köln einen Wagen gemietet und am nächsten Vormittag wieder abgegeben. Gefahren sind Sie 395 Kilometer. Wohin? 395 Kilometer, das entspricht der Strecke Köln-Frankfurt-Köln. Warum haben Sie sich einen Wagen gemietet, wo doch Ihr eigener in der Hotelgarage stand? Wohin sind Sie gefahren? In der Mordnacht ist das Auto hier gesehen worden. Es stand am Ende der Straße. Ich werde Ihnen sagen, wie es war. Um nicht erkannt zu werden, sind Sie nachts hierher gekommen, haben Ihre Frau erschlagen, sind nach Köln zurückgefahren, um am nächsten Vormittag als gebrochener Witwer heimzukehren. Warum? Warum sollte ich Lisa ermorden? Warum? Rache für Demütigungen, die Sie in Ihrer Ehe erdulden mussten. Der junge Liebhaber Ihrer Frau. Nein?
dann war es das Erbe. Die Serie erschlagener Blondinen war eine günstige Gelegenheit, ihre Ehefrau loszuwerden. Unauffällig und praktisch, nicht einmal die Leiche mussten sie beiseite schaffen. Ich habe meine Frau nicht umgebracht! Wer denn? Mit dem Mietwagen haben sie sich eine Falle gebaut, aus der sie schwer rauskommen. Ich war in Frankfurt. Sei still. Warum soll ich es nicht zugeben? Ich habe sie ja nicht umgebracht. Um Gottes Willen, halt den Mund! Ich hatte die Absicht, sie zu töten. Gründe hatte ich ja. Hör auf. Bitte hör auf. Ich bin in den Garten gegangen, außen um das Haus herum. Ich wollte mich verstecken und sie auf die Terrasse locken. Aber als ich in den Garten kam, lag sie schon da. Übel zugerichtet. Ich bin nicht der Mörder. Und wer, glauben Sie, ist Ihnen zuvorgekommen? Zufällig? In derselben Nacht? Warum sagst du es Ihnen nicht? Es hat doch keinen Sinn zu leugnen. Er hat mir gestanden, dass er Lisa erschlagen hat. Sie war meine beste Freundin. Trotzdem habe ich ihm geholfen, das Beil beiseite zu schaffen. Ich weiß, ich hätte ihn anzeigen sollen. Ich habe ihn nicht angezeigt, weil ich ihn liebe. Und du hast nichts mehr zu fürchten. Wieso ich? Was willst du damit sagen? Ich habe dich gesehen. Mit deinem Beil. Mich? Ich war hier, ganz in deiner Nähe. Ich habe gesehen, wie Lisa rauskam auf die Terrasse. Weil du die Terrassentür offen gelassen hattest. Sie wollte nachsehen, ob da jemand war. Da hast du zugeschlagen. Sie hat keinen Laut von sich gegeben. Wo warst du? Im Garten, unten an der Treppe. Ich bin früher nach Hause gekommen. Ein Beil, also. Haben Sie damit im Garten gearbeitet? Bäume gefällt? Das Beil wird im Labor untersucht. Ich bin sicher, wir werden Spuren finden. Das gehört Ihnen doch, nicht wahr? Ich nehme Sie fest wegen dringenden Tatverdachts. Sie beide. Hätte ich mich zu erkennen geben sollen? Das hätte ich doch völlig durcheinander gebracht. Ich hielt es für klüger, einfach wieder nach Köln zurückzufahren. Wolltest du denn, dass ich es weiß? Ein Mitwisser macht unruhig, solange die Polizei im Haus ist. Ich hab's für dich getan. Für uns. Ich weiß. Sie stand uns im Weg.